Ich vergleiche oft meine Erfahrungen der Kirche in Europa mit der in der Mission. Die Kirche in der Mission ist wie ein kochender Topf Suppe. Es sprudelt und dampft und man muss aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Die Kirche in Europa, ein wunderbares Eis, perfekt. Es schmeckt, aber es ist kalt. Für die Ruandesen ist die Existenz Gottes etwas ganz Offensichtliches. Sie haben sogar ein Wort dafür, Irirguahandi. Das bedeutet, Gott lebte einmal in Ruanda. Er ging weg, aber er wird zurückkehren. Die Kirche in Ruanda ist eine der jüngsten in der Welt. Sie ist etwas mehr als 100 Jahre alt. Im 20. Jahrhundert kamen Missionare, weiße Väter, an den Hof von Nyanza. Es dauerte jedoch 30 Jahre, ehe die Ruandesen in Scharen das Christentum annahmen. Dieser Prozess wurde abrupt unterbrochen durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Als ich nach Ruanda kam, sah ich eine gebirgige Landschaft. Ich hatte fast den Eindruck, in meinem Heimatort in Polen zu sein, denn dort ist es auch hügelig. Ich sage fast, weil ich morgens ankam und noch nicht die Tagestemperaturen erlebt hatte. Ich kam am 3. September um 6.20 Uhr mit dem Flugzeug an. Das Klima war anders. Es war Trockenzeit und es war eine andere Kultur. Es waren andere Menschen. Das Leben war einfach anders. Die erste Karawane polnischer Missionare kam 1973 hier an. Es war im 75. Entstehungsjahr der Kirche Ruandas. Wir sind Palutiner und kamen mit viel Idealismus, um diese Kirche im Glauben zu stärken. Missionsarbeit ist nicht einfach. Man muss viele verschiedene Fähigkeiten haben und gleichzeitig ein guter Pfarrer sein, so wie Pater Christoph. Er leitet die Pfarrei und noch dazu alle Schulen in der Pfarrei. Wir müssen vor allem die Arbeit der Laien vor Ort koordinieren. Ohne Auto ist das unmöglich. Wir sind zwei Priester, die 50.000 Menschen in einer gebirgigen Gegend betreuen, also muss man fahren. Manche Gegenden kann man zu Fuß erreichen, aber dann würde man sie nicht jede Woche, sondern nur alle 2-3 Monate besuchen. Es findet alles in der Pfarrei statt. Und man kann, so denke ich, wohl kaum von allen Christen verlangen, dass alle so sehr begeistert sind, dass sie 20 Kilometer zu Fuß in die Pfarrei gehen. Ich erinnere mich, wie schwer es am Anfang für sie war, mich in ihre Häuser zu lassen, um die Krankensalbung zu spenden. Sie brachten die Kranken vor die Tür. Sie schämten sich dafür, wie ihr Haus innen aussah.
Als ich aber sagte, ich weiß genau, wie eure Wohnungen aussehen, genauso wie unsere nach dem Krieg. Wir haben auch mit 10 Personen in einem Raum geschlafen und von einem Teller gegessen. Alle Türen öffneten sich und es war kein Problem mehr, in die Häuser hineinzukommen, dort zu sitzen und ein einfaches Mahl mit ihnen zu teilen. Am 6. April 1994 begann die blutigste Tragödie in der Geschichte Ruandas. Unbekannte schossen ein Flugzeug bei der Landung ab. An Bord waren die Präsidenten von Ruanda und Burundi. Dieses Ereignis war der Beginn für das Gemetzel. Als der Krieg ausbrach, war ich hier in Gikondo. Ich war Zeuge. Wie soll ich die Ereignisse alle ausdrücken? Alles. Den Abschuss des Flugzeugs, den Tod der beiden Präsidenten von Ruanda und Burundi und dann den Abend, als die Angriffe begannen. Jeder Tutsi wurde getötet. Einige konnten fliehen. Die Interahamwe fingen an zu töten, Häuser niederzubrennen und zu plündern. Wir haben das gesehen. Am ersten Tag starben tausende Tutsi. In den folgenden 3 Monaten verloren weitere 800.000 Menschen ihr Leben. Es starben nicht nur Tutsi. Die Hutu wurden keineswegs verschont. Schon der Verdacht des Mitleids für den feindlichen Stamm forderte seinen Tribut. Als der Krieg ausbrach, wollte ich Ruanda verlassen. Ich ging davon aus, dass mein Orden oder die UN-Friedenstruppen mich holen würden. Aber dann verbreiteten die Rebellen das Gerücht, ich sei bewaffnet und wolle die Leute um mich herum töten und dann fliehen. Das machte mich wütend. Es war möglicherweise eine göttliche Befreiung. Denn danach feierte ich die letzte heilige Messe, denn die Kirche sollte geschlossen werden. Bei der Predigt, es waren eher Vorwürfe als eine Predigt, sagte ich, ihr sagt, ich sei bewaffnet. Ja, ich bin bewaffnet. Ich habe eine Pistole und ein Gewehr. Wollt ihr sie sehen? Und alle in der Messe riefen, ja. Also zog ich meinen Rosenkranz aus der Tasche und sagte, das ist mein Gewehr und dank dieser Waffe werde ich diesen Krieg gewinnen und ihn überleben. Außerdem sagte ich, dass ich nicht weggehen, sondern bis zum Ende des Konfliktes bei ihnen bleiben werde. Auch wenn ich dabei sterben sollte. Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass die meisten Anschläge dort verübt wurden, wo man davon ausging, dass sich dort viele Menschen aufhielten. Auch wir wurden angegriffen, am Abend, als wir zusammen beteten. Wir hatten die gute Angewohnheit, vor dem Schlafengehen zu beten. Sie hatten uns beobachtet und wussten, dass das Gebet mit einem Lied begann. Sie wollten die Tür einschlagen, mussten jedoch feststellen, dass diese zu stabil war. Also zerschlugen sie ein Fenster und warfen eine Granate hinein.
Ich beobachtete das und dachte, dass sie uns Angst machen wollten. Als ich jedoch sah, dass sie immer aggressiver wurden, bekam ich selbst Angst. Dann aber dachte ich, letzten Endes beten wir, und wenn wir beten, müssen wir Gott vertrauen, zu dem wir beten. Wir hatten keine andere Waffe gegen diese bösen Menschen. Wir beteten weiter und dann warfen sie die Granate herein und diese explodierte. Menschen wurden schwer verletzt. Einer von uns starb und einer ist für sein ganzes Leben entstellt. Die Rolle der Missionare war von entscheidender Bedeutung. Sie haben vielen Menschen das Leben gerettet. Nicht inmitten der Schlacht, vielmehr aber im Hinterland. Sie haben sie aus Burundi, dem Kongo und anderen Ländern mit den nötigen Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt und ihr Überleben gesichert. Ich bin davon überzeugt, dass vor allem die Anwesenheit der Missionare die größte Unterstützung für die Menschen war. Mehr als 300 Ordensleute aus den verschiedensten Kongregationen verloren bei den Massakern ihr Leben. Der Großteil der Missionare musste Ruanda mit den UN-Friedenstruppen verlassen. Ich glaube, es war eine Anweisung von oben, eine Präventivmaßnahme, um eine Tragödie auf globaler Ebene zu vermeiden. Daher wurden Missionare bis zu einem bestimmten Maß gezwungen, in ihre Heimat zurückzukehren. Sonst wären noch mehr gestorben und das hätte weltweit starke Reaktionen gegeben. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht ihr Fehler war, weil sie bis zu einem gewissen Grad dazu gezwungen wurden. Nur wenige hatten den Mut, an ihrem Platz zu bleiben. Obwohl auch diese manchmal absichtlich an andere Orte gebracht wurden, um den Menschen zu zeigen, dass dies das Ende war, weil kein einziger Missionar mehr da war. Alle Christen fühlten sich bedroht und seelisch am Ende. Beim Anblick der ausgebrannten Kirchen und den Pfarrhäusern, deren Räume als Kantinen genutzt wurden. Jeder dachte, dass die Missionare, die Weißen, nicht mehr nach Ruanda zurückkehren würden. Besonders, weil sie die Ersten waren, die 94 aus dem Land vertrieben wurden. Deshalb waren wir alle verblüfft, als wir die Priester sahen, die zurückkamen. Ich kam sozusagen mit der Vorhut. Warum? Um zu helfen, um Hoffnung zu geben. Obwohl mir vielleicht nicht wirklich bewusst war, was das hieß. Die Menschen waren kalt. Es war schwierig für sie, ihre Freude zu zeigen. Sie beschuldigten einander gegenseitig. Ja, es stimmt. Wenn sie sich in der Kirche den Friedensgruß geben sollten, dann taten sie es aber mit fest zusammengebissenen Zähnen. Als der Krieg begann, kamen Leute und töteten. Viele unserer Leute starben damals. Das war, als mein Mann und meine Kinder getötet wurden. Damals begann ich, sie alle zu hassen. Ich fing sogar an, mich selbst zu hassen.
Dieser Hass auf mich selbst war der Grund, über meine Zukunft nachzudenken. Damals kam ich, um meinem Leben ein Ende zu machen. Ich kam, um mich umzubringen. Doch eine innere Stimme sprach zu mir, wenn du dich jetzt umbringst, weil alle tot sind, wer wird um dich trauern? Wohin wirst du gehen? Die Palutiner starteten eine Kampagne des Evangeliums. Sie nannten sie Isana Mutima. Und das bedeutet hier Versöhnung. Es war eine Zeit für Fragen und Antworten. Jeder aus der Gemeinde konnte offen über das Schreckliche reden, das er erlebt hatte. Damals gingen die Priester und Schwestern zu den Leuten nach Hause, um Fragen zu stellen, denn die Menschen wollten nicht über diese Dinge reden. Der Dialog war schwierig. Jeder, der überlebte, ob hier oder im Ausland, litt. Keine überlebte ohne Folgen, ohne innere oder psychologische Verwundungen. Trotz des inneren Dranges im Menschen nach vorne zu schauen, ist die Perspektive trotz allem noch immer getrübt von dem, was passiert ist. Die übermächtige Bürde, von der wir alle frei sein wollen, bleibt auf der Gesellschaft und der Kirche von Ruanda, auf jedem von uns. Eine der stärksten Zeichen für Versöhnung steht in Kibeho, das Heiligtum der Mutter Gottes der Schmerzen. Dort haben Marienerscheinungen stattgefunden. Alles begann am 29. November 1981. Die offiziell anerkannten Erscheinungen dauerten bis 1989 an. Unsere liebe Frau erschien drei Mädchen in einem weißen Kleid und trug einen weißen Schleier. Sie sagte die schrecklichen Tragödien, die kommen sollten, voraus und zeigte sie den Mädchen in furchtbaren Visionen. Nachdem das Verbrechen des Völkermordes geschehen war, bekamen die Tränen der Gottesmutter eine besondere Bedeutung. Sie nannte sich Ninya Wajambo, das bedeutet Mutter des Wortes. Sie rief zur Buße auf, zur Umkehr der Herzen. Zeigt Treue, kehrt um, kehrt um. Kehrt um, solange noch Zeit ist, sagte sie den Kindern und rief alle auf, zu beten und eine Kapelle zu bauen. Unter der Leitung der Palutiner wird zurzeit in Kibeho ein marianisches Zentrum gebaut. Wir stehen hier auf dem Platz, auf dem die Mutter der sieben Schmerzen erschienen ist. Während des Völkermordes in Ruanda sind hier auf diesem Hügel, auf diesem Platz und auf den umliegenden Hügeln viele tausend Menschen ums Leben gekommen. Zeugen erinnern sich, dass hier ein riesiges Grab war, voller menschlicher Überreste. Diese wurden später exhumiert und die Knochen gesäubert. Sehr wahrscheinlich hat man die Knochen im Pfarrhaus aufbewahrt. Wenn man durch den Garten geht und genau hinsieht, kann man noch heute Knochen finden. Oh, ich glaube, ich sehe hier ein Stück Oberschenkelknochen.
Ohne es zu wollen, haben die Feldarbeiter, die hier angestellt sind, mit ihren Hacken einige der Überreste zerhackt. Sie haben sie einfach übersehen. Es gibt noch viel zu tun, bis alle Überreste der Toten geborgen sind. Es ist ein Zeichen des Respekts vor unseren Brüdern und Schwestern. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Himmel, dass Gott Kibeho wollte. Es sollte der erste Ich bin fest davon überzeugt, dass der Himmel, dass Gott Kibeho wollte. Es sollte der erste Marienerscheinungsort im dritten Jahrtausend in Ruanda auf dem afrikanischen Kontinent sein, der von der Kirche anerkannt ist. Ich glaube, dass die Tatsache der Erscheinung und der Wallfahrtsort der Mutter der Schmerzen in Kibeho zu einem wichtigen Instrument der Versöhnung wird. Das Ziel ist es, dass die Menschen in Ruanda ihren Platz finden. Beginnend mit den Erscheinungen und den Botschaften der Mutter Gottes vor mehr als 20 Jahren, um den Ruandesen zu helfen, sich zu versöhnen. Diese Versöhnung geschieht bei den Gebetstreffen, durch die Botschaften der Mutter Gottes und durch die Autorität, die uns gegeben ist, um ihnen zu helfen, auf diesen Ruf zur Versöhnung zu antworten. Wir drängen sie förmlich, sich zu treffen. Nicht wegen sozialer oder wirtschaftlicher Dinge, sondern wegen geistlicher Dinge, die unser persönliches Leben betreffen. Dort geschieht Versöhnung. Dort können wir heilen, was in unserer Gesellschaft zerbrochen ist. In Ruhango, 100 Kilometer von Kibeho entfernt, liegt das größte Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes, das Zentrum vom barmherzigen Jesus. Das Zentrum wurde 1998 eingeweiht und ist ein Ort des ständigen Gebetes und der Anbetung des Allerheiligsten. Ein Ort, an dem Exerzitien stattfinden und geistliche Begleitung angeboten wird. Jeden Monat kommen Tausende aus ganz Ruanda hierher, um an einem Heilungsgottesdienst teilzunehmen. Bereits während des Krieges wurde es klar, dass Gott diesen Ort erwählt hat. Während des Krieges gab es in dieser Pfarrei keinen Genozid, keinen Brudermord. Niemand wurde in dieser Pfarrei getötet. Keiner. In der Kirche wurde nichts zerstört. Für mich gab es keine Zweifel. Ich hatte schon früher daran gedacht, dass hier ein Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit sein würde, ganz bestimmt. Und so fing ich an, das Zentrum des barmherzigen Jesus aufzubauen. So ist das alles gewesen.
Ich wollte keinen von diesen Leuten sehen. Ich wollte mit keinem sprechen. Denn es gab Mörder auf beiden Seiten. Damals ging ich in mich und betete. Ich fing an, in diese Kirche zu gehen, zur Anbetung. Ich bat für mich um Erbarmen. Und langsam, ganz langsam wurde ich heil. Heute ist alles vergeben und alle Menschen sind meine Brüder. Wir hatten alle möglichen Probleme, die ich Gott im Gebet anvertraute. Ich habe ihnen vergeben. Ich habe gebetet und wurde innerlich geheilt von Misstrauen und Hass. Es gibt Wunder der Barmherzigkeit, der Versöhnung. Zum Beispiel ein Mädchen, das seinen Vater sterben sah. Man hat ihren Vater getötet, seinen Finger abgeschnitten und sie gezwungen, den Finger zu essen. Sie kennt den Mörder. Es muss sehr schwer für sie sein, so eine Tat zu vergeben. Aber sie kam zu dem Heiligtum vom barmherzigen Jesus und nahm an Versöhnungsexerzitien teil. Und da wurde sie geheilt von dieser tiefen Wunde, nicht? Sie musste den Finger des ermordeten Vaters essen und Zeuge seines Todes werden. Seitdem besucht sie ihn im Gefängnis. Sie weiß, in welchem Gefängnis er ist. Sie geht dorthin, gibt ihm die Hand und sagt, ich vergebe dir. Und nicht nur, dass sie ihm immer wieder sagt, dass sie ihm vergibt, vielmehr bringt sie ihm immer wieder Essen ins Gefängnis und Seife und Kleidung. Kirche in Not hat uns beim Bau des Zentrums von Christus dem Barmherzigen unterstützt, mit 50%. Und das ist ein großer Teil. Ein großer Teil. Und es ist nicht nur das Zentrum von Christus dem Barmherzigen, sondern auch ein Zentrum der Versöhnung. Das Zentrum der Versöhnung bei Christus dem Barmherzigen, würde ich sagen. Daher hat Kirche in Not nicht nur einen wichtigen Anteil beim Bau des Gebäudes, sondern auch Anteil daran, dass die Menschen in Ruanda hierher kommen können, um sich mit sich selbst, mit Gott und den Mitmenschen zu versöhnen. Für die Ruandesen ist die Existenz Gottes etwas ganz Offensichtliches. Sie haben sogar ein Wort dafür. Irirguahandi. Das bedeutet, Gott lebte einmal in Ruanda. Er ging weg, aber er wird zurückkehren. Genau diese Menschen, die uns Missionare schon so oft mit Respekt aufgenommen haben, sagen, Gott ist zurückgekommen. Gott ist wiedergekehrt.